Jo, willkommen zu einem neuen Video. Heute nicht nur mit mir, sondern mit mir. Heute ist meine gute Freundin Hannah mit dabei. Servus. Und sie muss heute das machen, was ich bereits in einem anderen Video getan habe. Sie schätzt heute die Manga-Preise von eBay Kleinanzeigen anzeigen. Wie ist denn allgemein so deine Expertise in Sachen Anime und Manga? Sehr gut. Mit euch jahrelanges Abhängen mit euch und null Interesse an Manga. Null Interesse an Manga. Cool. Habe ich eine gute Expertise aufbauen können. Lieblingsmanga? Peach Fuzz habe ich damals, das habe ich dir schon mal erzählt. Naruto, stimmt, ist echt nicht schlecht. Peach Fuzz. Okay, gut. Ich habe heute 5 Artikel für dich vorbereitet. Wir schauen, wie nah du am jeweiligen Preis bist und die Differenz wird dir als Minuspunkte abgezogen. Mal schauen, ob du sogar besser bist als ich, denn ich hatte ungefähr minus 1000 Minuspunkte, also so schwer ist es nicht. Also heute hast du die Zeit, mich zu schlagen. Geil. Und mit diesen Worten starten wir mit dem ersten Artikel. Okay, der erste Artikel, den ich hier für dich vorbereitet habe, ist... Lies einfach mal vor. Okay. Berserk Manga Band 41 Limited Variant Edition B neu. OVP, das habe ich dir nicht auswendig hier. Okay, krass, genau. Aber wow, es glitzert. Das heißt, es ist immer was, also das weiß ich, wenn was glänzt, dann ist es auf jeden Fall etwas seltener. Schon mal ein guter Rare, Guess. Man auch schon sagt. Mal ein guter Guess. Ich werde nicht zu viel erklären, aber halt vielleicht ein paar Sachen. Ne? Also das ist jetzt der aktuellste Band. Und der Mangaka ist letztes Jahr leider verstorben. Und das ist halt so. Nennt man das so Mangaka? Ja, genau. Okay. Also wie du auch siehst, auf 444 Exemplare limitiert. Das ist mir spitzig. Zieh es mal an, schon, bevor du sowas anfasst. Ja, mache ich nicht. Okay, ich glaube, ich habe außer dem Preis hinten drauf gesehen, weil du ihn nicht weggemacht hast. Dann rate mal, weil das ist ja der Einkaufspreis. Ah, du Schlauer. Stimmt. Ja, eben. Ich habe gerade überlegt, ob ich es dir sage, aber ja, das ist der Einkaufspreis. Krank. Ist es der Einkaufspreis? Cool. Okay. Also da ich weiß, dass du auch sehr viel Geld dafür ausgeben würdest. Mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt 37 Euro. 37 Euro, okay. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach, es ist mir einfach in den Kopf gesprungen. Nee, verstehe ich. Also ich meine 37 Euro halt für so Büchlein, das ist schon nicht schlecht. Mal 16 Euro Einkaufspreis, ja, das ist auf jeden Fall schon krass. Also, okay, 37 Euro. Kommen wir zu der Lösung, die habe ich nämlich hier vorbereitet. Und zwar die Lösung zu Berserk Band 1 ist nämlich... Du siehst sie. Was? Oh mein Gott. Ey, ich habe vor einem Monat da auch nochmal nachgeschaut und da waren es 100 Euro. Das würdest du dafür für diesen Preis verkaufen können, oder wie? Also 300 Euro, ich weiß nicht, wer dafür so viel ausgeben würde, aber das ist eine aktuelle Anzeige. Die anderen waren eher so 150. Ja. Aber ja, gut, damit lagst du leider ein bisschen daneben, aber kein Problem. Das war echt. Krasse Reaktion, wow. Das ist mehr wert als mein Handy, was daneben liegt. Krank oder crazy. Damit bist du der Niederlage gegen mich ein bisschen näher gekommen, das freut mich natürlich. Kostbare Stücke, ich mach's eh noch kaputt. So, das hat ja nicht so gut funktioniert. Schauen wir uns mal, wie es in der zweiten Anzeige ist. Und... Du darfst es dir anschauen. Darf ich? Okay. Ja, du darfst. Okay, das sind jetzt mehrere. Das heißt, ich muss rechnen. Es ist Yu-Gi-Oh! Ich weiß, es ist der Yu-Gi-Oh!-Mann. Nee, warte mal. Der Yu-Gi-Oh!-Mann, ja. Der Yu-Gi-Oh!-Manga. Also, das sind jetzt irgendwie kleinere Bücher. Weil ihr habt ja die dickeren Mangas von Yu-Gi-Oh! Ja, genau. Wir haben die Massiv-Edition. Also, ach, das ist einfach die Massiv. Also, genau. Heißt einfach nur mehr, also dasselbe in allen. Macht deswegen massiv. Ich dachte mal so, geil. Das ist die 3-in-1 Edition, ja. Okay. Okay, ich muss jetzt mal lesen, was da steht. Yu-Gi-Oh! Manga! Yu-Gi-Oh! Manga! 1 bis 38, Zustand beachten, okay. Yu-Gi-Oh! Manga Band 1, lalala. Band 27 fehlt, das ist schon mal... Nicht der 27. Das dezimiert schon mal stark, auf jeden Fall. Ich hab was hier hat man damit gemacht? Das sieht... Ach, scheiße. Hier siehst du nämlich...
Das ist ein bisschen... Das hat ein Kind benutzt, bestimmt. Unwissender Yu-Gi-Oh! Was für ein Kind liest Mangas, Alter? Die Bücher sind sehr selten und werden häufig zu sehr hohen Preisen verkauft. Aufgrund des Zustands biete ich sie allerdings günstiger an. Ich denke, ich habe im Kopf ungefähr 15 Euro pro Manga. Oder ein Buch? Kommt drauf an. Es gibt die halt in so einer großen Größe und es gibt aber auch die, die ein bisschen kleiner sind. Ach, das hängt tatsächlich davon ab, weil da mehr Artwork ist. Auch. Und du siehst ja tatsächlich auch hier ein bisschen da die Preise. 10? Okay. So, okay, ja. Dann würde ich sagen, da es einer von den teureren ist, 10. Dann nehmen wir mal 11 Euro. Nee, 13. Für ein Band. Neu. Mitgenommen, 9 Euro pro. Okay, oder? Kennst du dieses Meme von Hangover, wo der Dude mit dem Bart so auf einmal so viele Matheformeln vor sich hat? Aber sehr hohe Preise. Sehr hoch. Nee, 333, ich glaube, das ist zu viel, das würde keiner. Ich glaube, 150. Ich weiß nicht, warum. Nee. Ich habe ausgerechnet 333, aber ich würde sagen 290. Okay. Nee, 300. Ich 300. Ich war gerade nur überrascht, dass du es halt... Also 300. 300, ja. Okay, 300. Yu-Gi-Oh! Manga, Yu-Gi-Oh! Mangas steht auch noch da zusätzlich. 1 bis 38. Damit man es auch mal weiß, genau. Stimmt. Okay, das schauen wir uns mal an. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist echt interessant. Hättest du 150 Euro gesagt? Du hast so komisch geguckt. Na, weil ich so überrascht war, dass du auf einmal so nah bist. Ja, okay. Ich war auch überrascht, weil ich glaube, neuwertig sind wirklich viel teurer und auch noch selten. Also es ist nicht mehr so leicht, die zu bekommen. Willkommen zum nächsten Artikel, Artikel 3. Kann ich was trinken gehen? Sorry. Just hier raus! Hilfe! Und der dritte Artikel ist... Vagabond Takehiko. Vagabond Takehiko. Inu. Oh mein Gott. Komplett Volume 1 bis 37, Deutsch. Erste Auflage. Das ist Deutsch. Erste Auflage. Hm. Gibt es mehrere davon? Kann man das mehr als Zusatzwissen sagen? Also erste Auflage ist halt echt so immer ein bisschen Scheiße, begehrter. Ja, nee. Das wollte ich auch, hätte ich auch gedacht. Ja, erste Auflage. Genau, okay. Fun Fact. Ich habe hier auch zum Beispiel die Vagabond, aber halt in einer anderen Edition auf Englisch habe ich das. Sehr krass, weil ich finde, das finde ich jetzt schöner. Das ist mir auch vorhin, als ich reingekommen bin, gleich aufgefallen. Mir fehlt leider noch der zweite Band, aber darüber reden wir nicht. Da habe ich jetzt irgendwie keine Vorstellung. Man muss sagen, so rein vom Standing her, weil dir das ja was sagt, rein vom Standing her ist es tatsächlich so ein bisschen wie... Ja, ich würde diesmal würde ich wirklich 300 nochmal, immer 300. Ist es erste Auflage, also vielleicht auch selten. Ja, wie du meinst, auch beliebt. Ja, auch 300. Ich wollte mal machen, komm, wir haben jetzt eh schon, wir machen es. Also 300? Ja, ja, okay. Das machen wir jetzt. 300 ist Hannas Guess die Lösung. Vagabond 1 bis 37 ist... Der Zoom-In noch. Ja, lol. Was sagst du dazu? Soll jetzt überrascht sein? Mich wundert nichts mehr bei euch, wirklich. Das könnte auch 10.000 sein. Ich würde so sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay. Das ist schon wirklich sehr viel. Ich weiß nicht, ich glaube, normalerweise kriegt man das so für... 800. Aber es ist ja auch verhandelbar. Also, weil die sind wirklich sehr vergriffen. Leute, da kriegt man ein Auto dafür. Weil die nicht so oft gedruckt wird, oder wie? Nein, ich glaube, die wird einfach nicht neu gedruckt. Deswegen hat man nur diese Anzahl. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, warum? Ich verstehe es nicht, weil damit könnten sie doch noch mehr Geld machen. Schreib denen das mal. Ich habe eine brillante Idee. Drucken sie einfach nochmal ihre Bücher und sie bekommen sehr viel Geld. Halt's mal. So, der nächste Artikel. Schau ruhig hin, schau ruhig hin. Okay. Oh, das ist nice. Das sieht cute aus. Sailor Moon, naja, klar. Sailor Moon Manga 1 bis 12 mit Collector's Box. Pretty Guardian. Okay, Collector's Box von Sailor Moon, 12 Bände mit Schuber. Ich glaube, den siehst du hier sogar. Also. Der Schuber-Manga. Also, das ist halt Schuber, wo man die ganzen Mangas halt reintun kann. Und dann ist das so eine Art Box. Okay, von was kommt das Wort Schuber? Ist das Englisch? Ich dachte, vom das Schieben halt irgendwie. Ach so, ich mache einen Schub rein. Also. Oder so, keine Ahnung. Schuber. Stimmt eigentlich, naja. Das ist sehr pretty. Ich hätte auch Lust, mir das zu holen. Weil ich habe das früher überhaupt nicht so verfolgt, aber ich finde es eigentlich auch mega cool. Ich würde es mir sogar auch, ja, ich würde es mir nicht durchlesen, aber als Anime angucken. Der lief auch früher, stimmt. Ja, das finde ich
cooler, glaube ich. Okay, Sailor Moon Manga. Okay, also ich glaube, Sailor Moon, das ist jetzt nicht rare oder so. Das gibt es öfters, das sehe ich auch öfters, wenn ich durch den Comicläden bin und so. Also ich glaube jetzt nicht, dass es sehr rare ist. Mangas sind neu und ungelesen. Da hat noch niemand drin gelesen. Ist das ein Ding? Dass man seine Mangas zwar noch kauft, aber nicht liest? Nee, dass es noch krasser ist, wenn noch niemand drin gelesen hat. Naja, dann ist es halt nicht so, dass da... Nicht so angetan, genau. Ich dachte, das ist irgendwas Spirituelles so. Irgendwie. Nee, zum Beispiel hier sieht man ja ein bisschen in dem Licht, dass solche Knicken stehen. Mir ist das scheißegal, aber also andere hassen das. Aber deswegen lesen ja manche ihre Mangas so. Deswegen sehe ich das so Es sind 12 Mangas. Pro Manga würde ich sagen 6 Euro. Weil der andere, also das ist so, ich glaube, es ist nicht so krass, okay. Aber es sind Schuber, ne? Also für den Schuber muss man auch noch bezahlen. Okay, ein bisschen Pappe, geht klar. 10 Cent Aufpreis. Okay, warte, wir haben 12 mal, was hatte ich, 6 Euro? Hatte ich 6 Euro gesagt? Du hast 6 Euro gesagt, ja. 72 und der Schuber 73. Nee, warte mal, da waren doch aber zwei Boxen. Das ist der Deckel. Man kann das dann so drauf tun. Nee, aber ich gehe ein bisschen höher. Ich sag 80. 80, okay. Ja. Also 80 wäre sowas, ja, das würde ich mir auch überlegen zu holen. Die Lösung. Danke. Sailor Moon 1 bis 12 im Schuber. Okay. Die Mutti würde Nein sagen. Hä, echt? Ich dachte, die würde sowas von Nein sagen. Wieso, das ist so okay? Ja, das sind nochmal 50 Euro drauf zu dem. Ich habe 90 gesagt. Nee, du hast 80 gesagt. 80, nochmal 60 Euro drauf. Na, ich fand, du bist jetzt eigentlich recht nah dran gewesen. Ja. Für die Umstände, trotzdem, in denen du schon steckst. Aber trotzdem, wenn ich es mir kaufen wollen würde, würde mir bei 140 würde ich sagen, no. Ich weiß ja nicht, wie selten das ist, weil ein Schuber, so eine Box, die ist auch mal leicht vergriffen und so. Hier, schau doch mal, wie nice sowas aussehen kann. Ja, auf jeden Fall. Das sieht sehr cool aus. Das könnte ich mir... Oh. Okay, das reicht. Zum Fenster. Der letzte Artikel ist... Kann ich gucken? Ja, du kannst gucken. Okay. Naruto. Man kennt es. Man kennt es. Okay. Dieser Mensch verkauft seine komplette Naruto-Manga-Sammlung und Sonderbände. Deutsch. Komplett. Alle Sonderbände, keine Novels. Okay, was sind Novels? Kannst du das erklären? Novels sind echte Bücher. Achso, das sind also nur imaginäre Bücher. Er verkauft also gar nichts. Verarscht. Das ist wie, wenn Leute diese scheiß OVP immer verkaufen. Und ich dachte immer früher, ich kaufe mir eine Wii und dann habe ich mir immer eine OVP gekauft. Dann will ich mal schätzen. Also 72 Manga-Bände, ne? Ey, das ist so schon viel. Echt viel. Ich wette, das sind 2 Autos. 13 pro Stück, 13 mal. Also du sagst 13 Euro für ein Band. Ja. Okay. Oder? Ja. Das sind diese hier. Ja. Ich hab ja ein paar von denen, deswegen, das ist so einer. Der ist dann mit dabei. Sonderbände, das sind dann nochmal irgendwie extra. Ich glaube irgendwas, ja, ich hab's gerade auch nicht auf dem Schirm. Ich zeig dir vielleicht auch, man kann die auch immer noch kaufen, auch im Laden. Also die sind jetzt nicht super selten, aber das ist dann vielleicht schon die 10. Auflage oder ich so. Ich sag 1.000, weil diese seltsamen Sonderbände sind halt auch noch. Und ja, na, rechne doch ruhig mal 1.000 durch 72 und dann siehst du ja, wie viel du für jeden Band möchtest. Ja, so 13,80 Euro. Okay. Oder halt so 14 Euro. Ich weiß nicht, Naruto ist beliebt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht doch 11. Okay, ich sag 800. Ich sag wirklich 800. 800, okay. Ohne Scheiß, weil wir, ja, mit Sonderbänden. Okay. Sonderbände. 800 Euro. Leider kein Schuber dabei. Das ist natürlich schade. Ah, weil natürlich den Preis, was. Dann würde es ja 8,01 Euro kosten, dann mit einem Schuh. Das wird alles natürlich aufwerten. Okay, du sagst 800 Euro. Wir schauen uns an, wie viel es denn kostet. Naruto, Band 1 bis 72. Mein 52 Gott. Euro. 250. Ich hätte es eigentlich wissen sollen. Ich wollte ja sagen, die sind doch verfügbar, ne? Also man kann die noch kaufen. Dann rechnen wir doch mal zusammen, wie viel du hast. Bis gleich. So, das waren alle 5 Anzeigen. Hanna, erstmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, sehr gerne. Wie fandest du es denn erstmal? Richtig geil. Möchtest du dir einen von diesen Artikeln kaufen? Nein. Aber wir schauen uns erstmal deine Punktzahl an, die du hier sehen kannst.
Was sagst Scheiße. Du? Scheiße. Nee, das war gar nicht mal so schlecht, wirklich. Okay. Hä, voll schlecht. Nee. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video und ciao.